Oh, neue Rastvorräte. Ein Kupferstück, Rastvorräte und ein gutes Kriegsbeil. So, und viel mehr ist hier auch nicht. Das war ein ziemlich mageres Xaurib-Lager. Wenn das überhaupt ein Xaurib-Lager war. Aber es sind ja nur zwei Zelte, also ein Zelt und ein Unterstand eigentlich. Also nichts der Rede wert. Hier sind eher, hier sind mehr Xaurips. Tote Kühe und wieder ein Troll. Also diesmal ein normaler Troll. Schmeißen wir den mal um. Okay, er lässt ihn nicht umschmeißen. Okay, Angriffsbindung lösen war kein... Jetzt zu lösen war keine gute Idee. I'm here. Okay, das heißt, wenn wir die Karte erkundet haben, sollten wir wieder rasten. Hey. Da schicken wir der vor. Okay, am besten lassen wir der mal den Nahkampf machen. Mahnen und wimmeln in den Eingeweiden des Hirsches herum. Hier sind Hirsche und Kühe. Tote. Ja, hier geht's dann runter. Hier wurde sie vom Banditen angegriffen, hieß es. Die Plünderer, die zwei, von denen man uns sie uns erzählt hat. I'm here. Steht eigentlich eine Beschreibung wegen leidenschaftlich und wohltätig? Nein. Okay. Oder steht die vielleicht? Glaube und Überzeugung? Nee. Kämpfergeist ist es auch nicht. I'm here. You're quite friendly, aren't you? So, hier stehen noch mehr Plünderer. Um das durchweichte Holz des Schiffswracks herum haben sich Männer und Frauen versammelt, die inmitten des Treibholzes unter Trümmer, schlammiges Tafelsilber, verschmierte Kleidung, angeschlagene Töpfer waren und alles andere aufheben, das sie sehen. Als du die näherst, richten sich alle Augen auf dich. Die Truppe tauscht nervöse Blicke aus, bis letztendlich eine Frau in schlammiger Kleidung vortritt und mit dir zu sprechen beginnt. Wo sind Brittal und Teran, wie sie wissen? Sie sind eben erst diesen Weg entlang gegangen und hörten Kampfeslärm. Während sie auf deine Antwort wartet, kneift sie die Augen zusammen und führt eine Hand zu dem Messer in ihrem Gürtel.
Wer? Sie haben uns angegriffen. Wir handelten in Selbstverteidigung. Du hast sie umgebracht. Du siehst, wie Hanwen Tränen in die Augen schießen, bevor sie ihr Gesicht in ihren Händen vergräbt. Die Männer und Frauen um sie herum gehen einen Schritt zurück und betrachten dich vorsichtig. Hanwen schaut auf und wischt sich die Augen ab. Du sprichst von Selbstverteidigung. Nun, wir verteidigen uns gegen diesen Sturm. Sie erhebt die Stimme und ihr Gesicht rötet sich vor Erregung. Die Fluten haben unseren ganzen Bauernhof zerstört und nichts ist geblieben. Gar nichts. Nichts zu essen, kein Dach über den Kopf und jetzt sind auch noch meine Cousins tot. Sie steckt die Hände über den Kopf zusammen. Wir möchten nicht gegen dich kämpfen. Wir haben schon genug verloren. Bitte lass uns einfach in Ruhe. Ich kam hierher, um die verschwundene Fracht aufzuspüren. Wir hielten deine Cousins für Plünderer. Sie blinzelt ungläubig. Plündern, aber das hier ist ein Wrack. Welchen Wert könnte es schon haben? Die Männer und Frauen wenden sich mit ängstlichen und besorgten Gesichtern zu. Bitte, wir brauchen diese Vorwerte wirklich dringend. Der Sturm hat uns alles genommen. Wir möchten ja nicht stehlen, aber wir sind bettelarm. Sollten wir denn diese Waren einfach auf den Grund des Flusses sinken lassen? Ja. Ungeachtet eurer Not steht ihr hier vom Perigrund. Euer Unglück tut mir leid. Kann ich euch helfen? Rührselige Geschichten interessieren mich nicht. Kann ich euch helfen? Vielleicht könntest du der Händlerin berichten, dass du außer Treibholzstücken nichts gefunden hast. Für sie wird es klingen, als hätte der Fluss alles fortgespült. Davon abgesehen, wie viele Kupferstücke könnten sie schon mit diesem Verkauf dieser verrottenden Kleidungen und beschmutzten Waren verdienen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, sie seufzt und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Du bist das erste Gute, das uns seit langer Zeit widerfahren ist. Ich habe gerade deine Cousins umgebracht. Hanwen schnippt mit den Fingern einer ihrer Kameraden zu und deutet auf einen Haufen in der Sonne trockneter Vorräte. Wir haben zwar nicht viel, aber bitte nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ein Einsiedlerhut. Ja, das ist dann wohl Intellekt ist Alof. Ich habe immer noch nicht geguckt. Kann man Helme ausblenden? Aber ich glaube, das habe ich nicht gefunden. I'm here. So, wohltätig habe ich dadurch nichts gekriegt. Das Problem ist, wenn ich jetzt sie anlüge, dann kriege ich täuschend. Denke ich mal. Als du dich näherst, springt Peregrund auf die Füße. Meine hilfsbereite Freunde kehren zurück. Konntest du etwas finden? Selbst wenn du noch Treibholz gefunden hast, allein zu wissen, dass diese Plünderer bekommen haben, was sie verdient, würden wir schon die Stiefelhosen anfeuchten. Ich habe das Wrack durchsucht, aber nichts Rettenswertes gefunden. Den Rest muss das Wasser fortgespült haben. Peregrund tritt ihre Fußspitze mehrmals in die Erde. Das hatte ich fast erwartet. Naja, trotzdem danke für die Unterstützung. Jetzt muss ich mir wohl überlegen, wie ich meine Investition zurückholen kann. Sie hört dich auf, mit dem Fuß auszutreten und stößt einen langen Seufzer aus. Danke, dass du es probiert hast. Vielleicht, wenn du mal wieder in Trutzbuchs bist, dann schau doch in meinem Geschäft vorbei. Ich kann jeden Kunden gebrauchen. Nein, wir sind nicht täuschend. Unsere Reputation ist gleich geblieben. Ja. Nicht weit entfernt von der ruinierten Matmalbrücke traf ich eine Händlerin namens Peregrund. Sie besaß eine Fähre, mit der sie den Fluss überquerte, aber das Schiff wurde von einem Sturm zerschmettert. Peregrund möchte, dass ich bei der Bergung ihrer Güter aus dem Wrack der Fähre helfe. Plünderer versuchen, die Ladung für sich selbst zu beanspruchen und die unbewaffnete Peregrund kann sich ihre Vorräte nicht allein zurückholen. Zum Schutz der Hanwens und ihrer Freude log ich Peregrund an und behauptete, ihre ganze Fracht wäre fortgeschwemmt worden. Ich sollte direkt bloß abwärts von der Matmabrücke untersuchen und nach dem Wrack der Fähre suchen. Ich sollte mit den Neuigkeiten über ihre Fracht zum Peregrund zurückkehren. Die Plünderer, die sich Peregrunds Vorräte angeeignet haben, haben sich als verarmte Überlebende des Sturms herausgestellt. Ich versprach zu lügen und zu behaupten, dass ich nichts gefunden hätte, damit Hanwen die Fracht behalten kann. So, Level Up für mich.
mal einen Punkt in Mechanik. Mehr kann ich gerade nicht geben. Ja, Waffe und Schildstil. Hätte ich gerne als nächstes. Wobei, Klasse. Unbelasteter Glaube. Tut Reputation negieren. Das heißt, wenn ich jetzt doch täuschend oder grausam werden würde, dann würde das nicht auf meinen Glauben Auswirkung haben. Tiefer Glaube erhöht die Boni nochmal mehr. Seltsame Gnade. Ja, erhalten verbündete Ausdauer. Größeres Handauflegen. Lediglich durch seinen Glauben angetrieben ist der Pein in der Lage, mit der Berührung seiner Hände zu heilen. Ja. Verbündetes Ziel regeneriert noch mehr Ausdauer. Tiefer Glaube oder... Nee, Waffe und Schildstil wäre gerade besser für mich. So. Und ich glaube, dasselbe gebe ich dann auch gleich Idee. Oh, wir haben ein bisschen Leben zurückgewonnen. Was gebe ich ihm? Athletik und Wissen. Wobei Wissen... Wissen braucht er eigentlich nicht. So oft wird er keine Schriftrollen benutzen. Schnelle Wiederherstellung ist passiv. Dadurch kriegt er mehr Ausdauer pro Sekunde. Das ist ja das Tolle am Kämpfer. Oder Bonus niederstrecken. Ein weiteres Niederstrecken pro Begegnung. Ich nehme aber auch erstmal Waffe und Schild. So. I'm here. Ich habe jetzt wieder ein bisschen was. Was macht die verrenkte Schulter? Minus 2 Macht und weniger Angriffsgeschwindigkeit. Okay, das könnten wir dann demnächst... Also Magmabrücke, Schwarzauen haben wir fast abgeschlossen. Das heißt zurück nach über Magrans Gabelung zum Anslocks Kompass. Oder einfach der Küstenstraße entlang zum Anlocks Kompass. Wir sind ja zum Glück ziemlich schnell unterwegs hier gerade. Ah, zwei Fischer. Neben einem Tidensee stehen zwei Dörfer. Offenkundig atemlos keuchen sie schwer und schauen nervös zu dir hoch, als du dich näherst. Good day to you. Wenn du zum Fischen hier bist, wie wir es waren, dann solltest du einen großen Bogen um den Kompass machen. Die Zwergenfrau deutet nach Südosten. Ihr Begleiter schüttelt den Kopf. Da hier viele Schiffe an den Felsen zerschellen, dachten wir uns bei dem Wrack nicht viel, bis wir es hörten. Ein schreckliches Geräusch. Ich dachte, dass es vielleicht ein Überlebender sei, aber er war nicht mehr am Leben. Gut, er bewegte sich, aber richtig lebendig war er auch nicht. Schaudete, es war schrecklich. Was macht ihr beide denn hier draußen? Angeln natürlich, aber ich habe meine Angel verloren, als ich sie einem dieser Monster an den Kopf warf. Er seufzte. Wir hatten die Tidenseen inspiziert und wollten unser Glück unten bei den Felsen probieren. Das hat uns den Schreck unseres Lebens eingebracht. Wir müssen hier mit unseren Netzen auskommen oder aber hungrig nach Hause gehen. Du sagtest, es gebe hier viele Schiffswracks? Die Frau nickt immer. Dieser Ort ist wunderschön, aber zum Segeln gefährlich bis dort hinaus. Meistens beißen die Fische hier sehr ordentlich. Sie wischt sich über die Stirn. Ich glaube, nächstes Mal versuchen wir es weiter die Küste hoch. Was meinst du damit? Was habt ihr gesehen? Leichen. Wandelnde Leichen, egal was der Grund dafür ist, wir wollen damit nichts zu tun haben. Vielleicht können wir noch etwas in diesen Tidenseen fangen und dann werden wir direkt nach Hause gehen. Dann lebt wohl. Einen guten Tag. Moment, hast du das gehört? Ah, Xaurebse. Bei den Göttern, was für ein Durcheinander. Danke für deine Hilfe, Fremde. Ja, Xaurips. Die einfach mal so von hier drüben angreifen.
So, Anslogs Kompass ist wieder relativ groß. Diese vor der Ebbe zurückgelassene Teich winkelt nur so von Krabben und kleinen Fischen. Ja, das sind die Tidenseen. Wobei hier lustigerweise immer irgendwie Tidenseen sind. Also hier immer irgendwie Ebbe ist.